Schlangengöttin. In verschiedenen Kulturen werden die Götter und Göttinnen mit Tierwesen assoziiert. Und so gibt es zum Beispiel auch den sogenannten Schlangengott und die Schlangengöttin. In der indischen Mythologie gibt es die sogenannten Nagas, und Nagas sind die Schlangengötter, und die haben natürlich auch weibliche Aspekte, und das ist die Schlangengöttin. Im Yoga-Kontext sprechen wir gerne von der Kundalini als Schlangengöttin. Die Kundalini ist die kosmische Shakti, die kosmische Energie im Menschen. Diese Shakti hat die ganze Welt geschaffen in ihren 6 Dimensionen plus die höchste, das reine Bewusstseinheit. Diese Schlangengöttin oder diese Göttin, diese Shakti, strebt danach wieder zurück, um die Welt aufzuheben, aufzulösen, zu Shiva zu kommen. Das ist ein Prozess, der Trillionen von Jahren dauert. Die kosmische Energie manifestiert sich auch im Menschen. Diese kosmische Shakti hat den Menschen geschaffen in seinen verschiedenen Ebenen, in Astralkörper, physischen Körper, den Astralkörper in seinen verschiedenen Dichtigkeitsstufen, und diese kosmische Energie ruht dann im Menschen als Kundalini-Shakti, eben als Schlangengöttin. Sie wird manchmal eben auch als Nagini bezeichnet oder Bhujangini, Schlangengöttin. Und diese Schlangengöttin im Menschen will erwachen und den Menschen zurückbringen zu seinem Ursprung. Die Schlangengöttin ist die innere Sehnsucht nach Erleuchtung, die innere Sehnsucht nach unendlicher Freude, diese innere Sehnsucht nach Weiterentwicklung und nach höchster Erkenntnis, nach Liebe. All das sind Manifestationen der Schlangengöttin. Die Schlangengöttin will in uns erwachen und uns verbinden zum höchsten Bewusstsein, zu Shiva.